Du willst dich selbstständig machen oder bist du schon und stellst dir die Frage, wie du Steuern sparen kannst, dann bist du heute hier richtig zu diesem Thema. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern habe selbst auch viele Unternehmen gegründet. Und daher kann ich dir aus der Praxis einige Informationen geben und ich mache hier auch keine Steuerberatung, sondern ich sage dir lediglich, was ich heute machen würde, wenn ich mich wieder selbstständig machen würde. Die erste wichtige Frage ist, ob du als Unternehmer, wirklich als Kleinunternehmer, nach § 19 Umsatzsteuergesetz starten willst. Denn worauf du verzichtest, ist die Vorsteuer. Das bedeutet, alle Ausgaben, die du hast, ob du ein Handy hast, ob du ein Telefon zu Hause hast, Internetanschluss hast, dir einen Laptop kaufst, einen Stift kaufst, einen Drucker kaufst oder Papier kaufst, überall sind Vorsteuern enthalten für dich. Das heißt, du kannst sie vom Finanzamt zurückerstattet bekommen. Verzichtest du darauf, weil du auf Kleinunternehmer optierst, bedeutet, dass du einfach nicht nur die Nettopreise bezahlst, sondern die Bruttopreise und die 19% fast aller Ausgaben verloren gehen. Der zweite Grund ist, weshalb viele Gründer, Unternehmer zu viel Steuern bezahlen, weil sie sich zu spät anmelden. Beispielsweise hat ein Gründer vor seiner Gründung schon einen Laptop gekauft. Dann hat er die gesamte Zeit hier Telefonkosten. Er hat ein Internet, er hat Papier gekauft, eine Fortbildung gemacht, er hat vielleicht eine Reise gemacht, irgendwo hin zu einer Messe. Und diese gesamten Kosten, die gehen ihm verloren, wenn er erst hier sich anmeldet. Das bedeutet, dass diese Ausgaben vor der Gewerbeanmeldung normalerweise in einem Verlustvortrag gespeichert werden können. Und wenn du diesen Verlustvortrag speicherst, also schon früher dein Gewerbe oder deinen Freiberuf anmeldest, dann kannst du diesen Verlustvertrag auch in das nächste Wirtschaftsjahr und das übernächste Wirtschaftsjahr mitnehmen und wird dann gegen deine Gewinne verrechnet. Und damit senken sich deine Gewinne und damit musst du auch weniger Steuern bezahlen. Ein weiterer Grund, weshalb Gründer zu viel Steuern bezahlen, ist die Tatsache, dass sie zu früh zu viel Geld aus der Firma entnehmen. Du hast pro Jahr nur einen Grundfreibetrag hinsichtlich deiner Einkommensteuer von 9.168 Euro aktuell im Jahr 2019. Im Jahr 2020 wird zwar ein bisschen mehr sein, aber wenn du dir jeden Monat 1.000 oder 1.500 Euro aus der Firma entnimmst, dann wirst du auch Einkommensteuer zahlen müssen. Deshalb ist die große Empfehlung, so wenig wie möglich in den ersten Jahren Entnahmen zu machen und vielmehr zu versuchen, für deine privaten Lebenshaltungskosten Fördermittel zu beantragen, also Gründungszuschuss oder ALG II mit Einstiegsgeld zu beantragen, denn diese Zuwendungen sind in der Regel steuerfrei. Eine weitere Möglichkeit, dauerhaft Steuern zu sparen, ist, so viel wie möglich Überschüsse immer wieder zu investieren in das Unternehmen, in Wachstumsprojekte, in deine Fortbildung, in neue Technologien, in die Entwicklung und Erschließung neuer Geschäftsfelder. Eine weitere Möglichkeit ist es auch, Fremdkapital, also Kredite aufzunehmen, denn die sorgen doppelt dafür, dass deine Steuern gesenkt wird. Die eine Möglichkeit der Steuersenkung besteht darin, dass die Zuwendung der Mittel keine Einnahme darstellt, aber sehr wohl alle Ausgaben, die du tätigst, ja eine Rechnung haben. Und in diesen Rechnungen ist einerseits Vorsteuer mit drin und auf der anderen Seite senken diese Ausgaben deine Gewinne. Die zweite Möglichkeit, wie Fremdmittel, also Kredite, deine Steuern senken, sind natürlich die Zinsen, die als Kosten abgesetzt werden können. Wichtig ist aber natürlich zu wissen, dass die Kredite dann auch nach ein oder zwei Jahren spätestens angefangen werden müssen, zurückzuzahlen. Da hast du eine Liquiditätsentnahme und das solltest du dir einfach bewusst sein, dass du dann die Steuerlast dann verlagerst in die Zukunft, ins dritte, ins vierte oder fünfte Jahr, wenn du aus den Gewinnen heraus die Tilgung dann abbildest, die dann nicht mehr deine Gewinne senkt, also dann die Steuern fällig werden. Zusammengefasst gibt es eine ganze Reihe von legalen Möglichkeiten, Steuern zu sparen und begünstigt wird natürlich auch aus der Sicht des Finanzamts immer der Unternehmer, der weiter in seine Firma investiert, also dafür sorgt, dass neue Arbeitsplätze geschaffen wird, dass die Firma sicherer dasteht, dann hast du automatisch auch die Möglichkeit, weniger Steuern zu bezahlen. Und ob Kleinunternehmer oder nicht für dich ein Thema ist, das entscheide selbst. In der Regel ist das der Fall, wenn du nur Privatkunden hast, dann macht ein Kleinunternehmer schon Sinn. Aber wenn deine Kunden alles B2B-Unternehmen sind, die sowieso die Vorsteuer, also für sich die Umsatzsteuer als durchlaufenden Posten haben, dann kannst du auch gleich als regelbesteuerter Unternehmer anfangen und alle Vorsteuerbeträge dir dann zurückerstatten lassen. Das Entscheidende ist nur für deine Finanzplanung, dass du alle Steuern, also die gewerblichen Steuern, die Gewerbesteuer, die Umsatzsteuer, die Vorsteuer, die Körperschaftssteuer vielleicht noch und andere Steuerarten einplanst in deinen Finanzplan.
Und dass du dann von deinem Privateinnahmen auch die Einkommensteuer runterrechnest. Wenn du noch Fragen hast bei deiner Finanzplanung oder der steuerlichen Planung und auch gute Berater hast, dann lade ich dich ein, gerne Gebrauch zu machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben über 40 Berater und da sind auch gute Steuerberater mit dabei, die dir Rede und Antwort stellen. Oder wir haben Finanzplaner, die dir ein Template erstellen für deinen Finanzplan, wo die Steuer gleich automatisch berechnet wird. Und diese kannst du dir dann gleich beiseite packen oder überlegen, wie viel du investieren kannst. Ich lade dich nun ein, den Kanal zu abonnieren, das Video mit Daumen hoch zu bewerten und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Unternehmens- und Steuerplanung. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.